Hallöchen, willkommen zurück zu Pyre. Frisch nach dem letzten, ja, Ritus, so heißt das. Ich wollte gerade sagen Triumvirat, aber nee, das sind ja die Gruppen von Manschgallen. Nach dem Kampf gegen eure Widersacher bleiben dir und den anderen ein paar kurze Momente, um euch in der relativen Sicherheit des Wagens vor der Tortur zu erholen. Also, wann können wir hier raus? Was? Grüntorf hat genug von Utmildes Gastfreundlichkeit? Ah, Chaudi, ja, danke. Ich glaube, ich habe genug. Die Leserin und die Sterne werden uns wie immer den Weg weisen. Es ist nur, naja, bisher waren wir immer gen Norden unterwegs, wenn das diesmal wieder so ist. Das Meer von Solis erstreckt sich von hier unzählige Meilen nach Norden und Westen. Ich könnte nicht sagen, wann es ein Schiff zum letzten Mal wagte, auf diesen Gewässern zu segeln. Das Meer von Solis. Ein endlos weiter Ozean mit vielen, fast unzugänglichen, winzigen Inseln. Die meisten Versuche, über das Meer der tausend Seelen zu segeln, findet kein gutes Ende. Tiso verschafft sich während des Gesprächs Aufmerksamkeit. Was? Tiso möchte dir draußen was zeigen. Okay. Der Leserin, bitte schau nach, was er will. Du entschuldigst dich und folgst dem Kobold ins Dunkel der Nacht. Du findest Jay und dem einsamen Baden vor, die bereits zu den Sternen blicken. Kannst du die Sterne nicht selbst lesen, Herr Bade? Ich befürchte, was mich angeht, ist es nicht nur eine einfache Frage des Könnens oder Nichtkönns, Jay. Wir werden sehen, was die Leserin dazu zu sagen hat. Da ist sie ja schon. Danke fürs Holen, Tiso. Tiso freut sich, dem einsamen Baden einen Gefallen erwiesen zu haben. Tadi! Leserin, anscheinend hat sich der Himmel ein wenig gelichtet. Bitte sieh zu den Sternen auf und finde heraus, wohin uns das Schicksal als nächstes führt. Dann gucken wir mal. Oris, der Azurstern. Der Azurstern brennt hell über dem Wrack einer untergegangenen Fregatte im Meer von Solis. Oh no! Wir müssen wirklich ins Meer? Oh, was ist das denn gewesen? Holy cow. Die Riten locken euch noch weiter nach Norden, mitten in das Meer von Soli. Oh fuck. Du machst Witze, oder Schwester? Sieht die Leserin so aus, als würde sie Witze machen, Grünschweif. Mit den Sternen kann man nicht hadern. Also tust du, als könnten wir einfach über das Wasser reiten. Verzeiht meine Störung, aber vielleicht können wir das wirklich? What the... Mein Klient Sandelholz erahnt solche Eventualitäten voraus. Im Westen von hier liegt ein Ort namens Jess Bertrude. Die Besitzerin ist eine alte Gefährtin von ihm. Sie kann uns vielleicht helfen? Ein kleiner Außenposten der Moorhüterin am Rande des Meeres. Hier kommen alle Arten von Schmugglerware durch. Einige tödlich, wenn sie berührt oder eingeatmet werden. Hedwins Lächeln kehrt zurück. Das scheint momentan unsere beste Chance zu sein. Packen wir zusammen und brechen so schnell wie möglich auf. Dann lass uns mal erstmal kurz in den Wagen gehen. Hey, der Bade will was von uns. Moinu. Sei mir gegrüßt, Leserin. Gut, dass du hier bist, denn es gibt was, das ich dir unter vier Augen sagen wollte. Hast du einen Moment Zeit? Es dauert nicht lang. Ich weiß, dass deine Zeit kostbar ist. Wir hören ihm zu. Du bittest ihn fortzufahren und machst klar, dass du an allem interessiert bist, was er zu sagen hat. Nun gut, vielen Dank für deine Zeit. Und ich sollte noch sagen, Angelegenheiten, welche die Riten betreffen, darf ich nur dir allein enthüllen, dazu bin ich verpflichtet. Jedenfalls, als du den Zurückgezogenen und der Hexe Utmilde gegenüberstandest, rief sie, wenn du dich entsinnst, einen gewissen Namen. Islach. Islach, das Sternenscheusal, ich zögere immer noch, ihn auszusprechen. Niemand würde es dir verübeln, wenn du die wirren Reden Utmildes für baren Unsinn haltest, aber ihre Worte bergen einen wahren Kern. Vor der Zusammenkunft der acht Schreiber, als sie sich anfangs hier im Unterland wiederfanden, war dieses Land noch unwirtlicher. Noch unwirtlicher. Man kann es kaum glauben. Damals herrschten hier die großen Titanen. Der Titan namens Islach war der älteste und furchterregendste von allen. Die großen Titanen, kolossale Ungeheuer, die einst durch das Unterland streiften. Die Schreiber erlegten sie gemeinsam eins nach dem anderen und knüpften dabei enge Bande. Dennoch gelang es den Schreibern, ihn zu bezwingen. Später nutzen sie Islachs Haut und Blut, um das Buch der Riten zu binden. Okay. Aber Islach starb nicht wirklich.
Denn einigen Berichten zufolge kann er dies nicht. Selbst jetzt regeneriert sich diese Kreatur, wenn auch sehr, sehr langsam. Er hat geschworen, dieses Land und alles darin zu verschlingen. Nur dann kann er in die Dimension zurückkehren, die ihn in die unsrige verbannt hat. In gewisser Weise wurde er genauso verbannt wie du. Sollte die Kreatur jemals wiedergeboren werden, so wird es noch viele Zeitalter dauern. Deshalb sind und mildes wirre Reden vorerst mehr oder weniger belanglos. Und doch ist die Geschichte von Islach untrennbar mit den Riten verbunden und muss daher erzählt werden. Gewiss werden deine Recherchen im Buch dir im Laufe der Zeit mehr enthüllen. Ich hoffe, dich beruhigt das alles gewissermaßen. Und nun überlasse ich dich drängenderen Sorgen. Ich werde nachsehen, wie es den anderen geht. Er entfernt sich und wünscht dir noch einen angenehmen Nachmittag. Ja, dankeschön. Dieses Riesenviech ist nicht ganz tot. Klasse. Also, weiter geht's. Jupp. Kleiner Außenposten. Ja, der einsame Bade sagt, hier sei jemand, der euch helfen kann, den Stern über das Meer zu folgen. Auf geht's. Dies ist der Ort. Lasst uns aufbrechen, um den Gefährten meines Klienten aufzusuchen, sobald ihr bereit seid. Suche Bertrude die Große auf. Hier will keiner mit mir quatschen? Nope. Schade. Chess Bertrude ist ein unappetitlicher Treffpunkt für Moorhüter, die sich im Schatten verbergen, aber dennoch alles beobachten. Der einsame Bade tritt vor. Sandelholz schickt uns. Diese Worte lassen die Moorhüter aufhorchen. Sie tauchen aus dem Morast und der Dunkelheit auf und beginnen euren Wagen mit ihren merkwürdigen Werkzeugen zu inspizieren. Ja, halt mich fest. Eine Moorhüterin schlängelt sich nach vorn. Sie ist größer als die anderen und lässt keinen Zweifel daran, dass man ihr gehorcht. Ich schaue mir die gerade an. Halt mich fest. Du nanntest den Namen Sandelholz. Wir möchten wissen, wo er sich aufhält. Sag es uns. Guten Tag, Bertrude die Große. Es ist mir ein Vergnügen, dir endlich zu begegnen, denn Sandelholz hat dich und dein Handwerk stets gepriesen. Sie ist eine Moorhüterin, die einst im Commonwealth für ihre Zauberei gefürchtet und respektiert wurde. Mhm. Ah, immer noch ein Fragezeichen da. Tatsächlich, und wir wissen, wer du wohl bist. Doch du sprichst über Vergangenes. Weilt Sandelholz noch unter den Lebenden? Sag es unverblümt und schnell. Um ehrlich zu sein, gnädige Frau, weiß ich es selbst nicht mit Bestimmtheit. Denn wir haben uns vor geraumer Zeit getrennt, damit ich tun kann, was er mir aufgetragen hat. Ich glaube aber fest, dass Sandelholz am Leben ist. Was seinen Aufenthaltsort betrifft, so heißt es, er erwarte uns in der Nähe des Irrwalds, jenseits der Wasser. Irrwald, ein Waldlabyrinth mit im westlichen Teil des Scherbenkessels. Nur wenige finden den Weg hindurch. Der Pfad zum heiligen Berg Alodiel liegt hinter diesem erstickend dichten Wald. Wir möchten ihn dort suchen, aber wie du siehst, ist unser Wagen einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Moorweib Bertrude runzelt daraufhin die Stirn und mustert den einsamen Baden. Na, für wahr, lass uns allein. Kehrt im Morgengrauen zurück. Das ist alles. Ich darf mich empfehlen, Bertrude die Große. Der einsame Bade dreht sich um, doch Hedwin hält ihn auf. Warte, bist du dir da sicher? Können wir den Wagen wirklich ihrer Obhut anvertrauen? Alles steht im Einklang mit dem Plan meines Klienten. Du nennst Sandelholz immer deinen Klienten. Er muss dich wohl gut entlohnen. Ja, in gewisser Weise. Er hat meinem Leben einen Sinn gegeben, als ich alles verloren habe. Hedwin nickt und dreht sich dann nach dir um. Nun, meine Liebe, dann lassen wir uns mal überraschen, oder? Ich gehe und sage es den anderen. Du hast jetzt Zeit für deine Begabungen, während die Moorhüter sich an ihre Arbeit machen. Beschäftigungen, mit denen du dich während der seltenen, ruhigen Augenblicke nützlich machen kannst. Oh. Ach stimmt, da war ja was. Das letzte Mal haben wir Stöber nach Kleinoden gemacht. Verbessere deine Fähigkeiten als Leser, um deinen Mitvertrauten bei den Riten kleine Boni zu geben. Das wäre auch nicht verkehrt. Komm. Du findest eine relativ ruhige Lichtung, um das Buch der Riten mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu studieren. Aus tieferer Einsicht wächst der Einfluss der Leserin. Attributboni, die du allen Gefährten gewährst, die an den Riten teilnehmen. Das Triumvirat, dessen Leserin das Buch gründlich studiert, hat einen Vorteil gegenüber seinen Widersachern. Ah, auf welchem Aspekt im Buch konzentrieren?
Seine Lehren und deren Weisheit. Mit jedem Punkt für Hoffnung verkürzt sich die Dauer des Banns deiner Gefährten. Hm. Schneller bewegen. Oder eine größere Aura. Was? Ruhm? Oh. Wieso geht das nicht? Wird entsperrt, wenn du die anderen Teile des Buchs gemeistert hast. Ach so, dann gehen wir erstmal auf Flinkheit. Du konzentrierst dich auf dein Wissen über die 8 Schreiber und wie sie das Buch der Riten einst basierend auf ihren vielen Taten verfasst haben. Inspiration doch fertig wie ein Blitz. Ob aus dem Buch oder deinem Innern, du weißt es nicht. Nice. Schnelligkeit. Rang 1 von 2, alle Nachtfalken halten plus 1 Flinkheit. Danke. Dann warten wir mal. Der einsame Bade sucht dich am frühen nächsten Tag auf. Lass mal so stehen. Leserin, es ist alles bereit. Bitte sieh es dir an. Die anderen sind schon da. Ja, wir treten ein. Die Fische hier. Der Wagen sieht sehr viel anders aus, als er noch vor einem Tag aussah. Der Rumpf ist vollständig versiegelt und verstärkt und allerlei nautische Ausrüstung ziert die Backbordseite. Wow. Sieht er das auch? Ich werde mich mal umschauen. Der Wagen sollte für eine Seereise tauglich sein. Lass uns so bald wie möglich aufbrechen. Was ist mit Bertrude der Großen? Sie erscheint fast wie auf Abruf. Sagt diesem Sandelholz, er schuldet uns doppelt was. Mit Verlaub, Bertrude die Große, du könntest es ihm selbst sagen, wenn du uns auf unserer Reise gen Norden begleiten möchtest. In unserer Gruppe wäre jemand mit so viel Erfahrung höchst willkommen. What the fuck? Wagst du es etwa, mir schöne Augen zu machen? Nein, ich... Genug. Aber solltest du diesen Sandelholz sehen, sag ihm. Er soll uns auch wieder einen Besuch abstatten. Und jetzt verschwindet von hier und erzähle niemandem, dass wir in Form von Gefälligkeiten bezahlt wurden. Puh. Sie gleitet ohne ein weiteres Wort davon. Bald bricht der einsame Bade die Stille. Wir hatten Glück, dass sie uns geholfen hat. Aber jetzt sollten wir gehen, genau wie sie gesagt hat. Ich kenne mich mit der Steuerung aus und kann sie erklären. Oh, das ist aufregend. Ich kann nicht schwimmen. Das ist aufregend für dich? Ja, Prost Mahlzeit. Tisu scheint sich genau wie Jay auf die Fahrt übers Meer zu freuen. Ja, du kannst wenigstens übers Wasser fliegen, wenn es ist. Ja, ich bin jetzt schon schlecht. Euer Wagen ist seetauglich geworden. Nice. Setzen wir doch gleich mal die Segel. Auf zum Wurmgolf. Du warst noch nicht in dieser Gegend des Unterlands. Bevor Bertrude die Große euch verließ, berichtete sie von einer Strömung, die euch aufs Meer hinausziehen dürfte. Ah, dann geben wir mal Stoff. Oh Mann, das wird was. Cool. Alles in Ort auf dem Boot, alles im Boot. Du und deine Gefährten schaut aufs Meer, während euer Wagen über die sanften Wellen gleitet. Sanfte Wellen, das ändert sich doch bestimmt auch noch. Wir haben den Wurmgolf erreicht. Ich hoffe, dass sich alle schnell an die Bedingungen gewöhnen. Ein vollkommen ruhiges Gewässer, hinter dem das sturmumtoste Meer von Solis liegt. Hier finden sich naturgemäß Scharen von verbannten Würmern aus dem Seeimperium zusammen. Also so Drachenviecher, ne? An diese von Würmern verseuchten Gewässer kann man sich nicht gewöhnen. Mit unserer Fahrt hierher setzen wir alles aufs Spiel. Verbannte Würmer des Seeimperiums zieht es meist in die kalten Meere des Unterlands. Bekannt für ihre Waghalsigkeit und Unbeirrbarkeit waren sie ideale Frontkämpfer des Commonwealth. Solange wir den kalten Strömungen folgen, die uns Bertrude die Große zeigte, sind wir in Sicherheit. Wenn der nächste Ritus nun mitten auf diesem Meer stattfindet, wie sollen unsere Widersacher uns dort finden? Sie werden ihren Weg finden, genau wie wir unseren. Das ist alles Teil des Plans der Schreiber. Also, Leserin, bitte bestätige den nächsten Punkt auf unserer Seereise. Unser Ziel ist der Rumpf von Oris. Schenkt man den Sternen Glauben, bla. Ein Wrack des Geisterschiffs Dasraban, das in den Wässern des Unterlands verloren ging. Alter. Kann man hier auch noch was anderes anwählen? Nicht wirklich. Also äußeres Solis. Stinktes Gewässer an der Küste des Seufzersumpfs.
Die Instruktionen von Bertrude lauten, auf einer kurvenreichen Route durch das Labyrinth von Schlünden zu navigieren und sich dabei immer gegen Nordosten zu halten. Die Kurve. Nice genommen. Oh Mann. Der Wagen gleitet weiter sanft über die Wellen. Für dich ist das auch nach dem Seufzersumpf, den ihr noch nicht allzu lange hinter euch gelassen habt, eine willkommene Abwechslung. Jodariel scheint jedoch besorgter als je zuvor und tigert unruhig hin und her. Oh, seekrank. Als sie Rookie bemerkt, hält sie ihn auf, um ein paar Fragen zu stellen. Grünschweif, wie geht es Ihnen? Wem? Hedwin? Ach, weh und je. War vermutlich die ganze Nacht auf und hat ins Wasser gespuckt, wenn ich raten müsste. Sein erstes Mal auf Übersee? Naja, das erste Mal. Sie dreht sich zu dir. Leserin, bitte sieh doch nach Hedwin, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Er braucht unsere Unterstützung und wir brauchen ihn schnell wieder gesund. Du wünschst ihnen einen guten Nachmittag, als du nach dem anderen in deiner Gruppe sehen gehst. Später findest du Hedwin, der ein wenig verstimmt reinblickt. Ah, hallo, meine Liebe. Es ist nur... Die See war nicht besonders gut zu mir, schätze ich. Es ist schon seltsam, all diese Mühen nur um ausgerechnet ins Commonwealth zurück zu... Hey, erzähl mal, was vermisst du eigentlich am meisten von dort? Hedwin will wissen, was aus deiner Vergangenheit du vermisst. Das Essen. Du gestehst, dass du die Küche des Commonwealth vermisst hast. Nicht, dass du dir dort oft den Bauch vollschlagen konntest. Ach, das Essen. Oh, mir ist schlecht. Also, das ist eine Überraschung. Ich war immer überzeugt, dass das Essen grauenhaft ist. Ha, ich hoffe, ich habe dich nicht beleidigt. Es ist nur, ich denke, du hast nur noch nie echtes Essen probiert. Wenn wir eines Tages Glück haben sollten und anständige Zutaten finden, dann koche ich was für dich, okay? Also, ich werde schon wieder, denke ich. Morgen. Hedwin, hallo? Danke, dass du nach mir gesehen hast. Okay, du spürst, dass er allein sein will. Du kannst im Moment nicht viel für ihn tun. Nicht mal das Bauchi streicheln? Möge er schnell genießen. Also kann ich im nächsten Ritus mitmachen. Auch eine interessante Sache, um ja, die Charakterauswahl ein bisschen, ja, in Anführungszeichen zu steuern. Ich entschuldige mich für die Störung, Leserin, aber bitte bestätige den nächsten Punkt auf unserer Reise. Ich habe doch eh nur die eine Auswahl. Du warst doch nicht in dieser Gegend des Unterlands, ja klar. Nach Bertrude befindet sich der himmlische Orientierungspunkt, nach dem ihr sucht, jenseits dieser Meeresebene. Oh, das sieht aber cool aus. Voll dagegen gefahren. Jay findet das auch geil. Bei den Schreibern, ich wusste nicht, dass das Meer so wunderschön ist. Nachdem ihr den Gewässern des Wurmgolfs entkommen seid, siehst du nun am Horizont etwas, das der Rumpf von Oris sein muss. Nicht allen ist diese Seereise jedoch gut bekommen. Tiso fragt sich, ob Hedwin sich besser fühlt. Er muss sich noch ein wenig erholen, Tiso. Wir können nur auf eine schnelle Genesung hoffen. Gnädige Leserin, von diesem Zeitpunkt an muss unsere Reise von den Anweisungen von Bertrude abweichen. Bitte berate dich mit deinen Gefährten, welchen Weg wir einschlagen sollen. Okay. Entweder der unergründliche Graben oder der Unterkönigpass. Der nördliche Strom zum Rumpf von Oris ist so schnell wie Oris, der Unterkönig selbst. Shay glaubt, dass die 8 Schreiber dich hier segnen werden. Der südliche Strom zum Rumpf von Oris wimmelt vor Fischen und anderen Meeresbewohnern. Tiso will hier nach etwas Leckerem fischen. Segnen oder fischen? Wir fischen. Ich will was essen. Hoffentlich gibt es da genießbare Fische. Das Meer sieht größtenteils friedlich aus, abgesehen von einem gelegentlichen seltsamen Schimmern unter der Oberfläche. Du bemerkst, dass der einsame Bade ebenfalls darauf hinabblickt. Diese Gestalten dort unten, einige davon müssen Würmer aus dem Seeimperium sein, die in die Verbannung geschickt wurden.
Ein schier endloses und vom Krieg zerrüttetes unterseeisches Reich, Heimat zahlloser amphibischer Würmer. Ich habe keine Ahnung, wie man die Chose ausspricht. Nach Eroberung ihrer Gewässer gingen die Würmer an Land und machten sich auf die Suche nach neuen Kriegen im Commonwealth. Ich habe gehört, dass sie unermüdlich in den Kriegen des Commonwealth kämpften, nachdem sie ihre eigenen Kriege müde wurden. Sie sind sicher würdige Gegner. Tiso scheint etwas Köstliches erblickt zu haben. Tiso taucht ohne Vorwarnung in die Tiefen hinab. Tiso! Und fort ist er wieder mal. Die See macht ihm wohl trotz ihrer Gefahren Spaß. Endlich taucht der kleine Kobold wieder auf. Er hält etwas in seinen Klauen fest. Tiso ist etwas ins Netz gegangen. Eine Schaumseeflunder. Verkaufen kann man das sicher. 91, okay. Kann auf dem Madenmarkt freigeboten werden. Eine kaltblütige Kreatur ohne Gliedmassen, die im Meer gefangen wurde. Okay. Auch nicht verkehrt. Nachdem ihr über das Meer gereist seid, erreicht ihr endlich den Rumpf von Oris. Anscheinend wird hier bald der nächste Ritus beginnen, auch wenn von euren nächsten Gegnern noch keine Spur zu sehen ist. Na gut. Wir haben eine neue Seite, wir haben den Madenmarkt hier. Oh hey, was für ein Zufall, euch ausgerechnet hier zu begegnen, mitten in der Suppe, wenn ihr wisst, was ich meine. Hatte heute noch nicht besonders viele Kunden, schaut euch ruhig um, ich mache euch einen guten Preis. Ih, was ist das denn? Dornenknoten. Beim Werfen der Aura erhöht sich die maximale Reichweite des Trägers um 8%. Die Dornen sind schon lange tot und ausgedorrt und dennoch bewahren sie durch den oberflächlichen Schmerz, den sie verursachen, etwas von dem alten Zauber. Wir kaufen uns das Ding, was das Talisman um 1 erhöht. Für 4 ist er lächerlich, nehmen wir mit. Beim Tragen der Kugel bewegt sich der Träger schneller als gewöhnlich. Das ist auch nicht so prickelnd, ne? Nö, den Fisch behalte ich mir erstmal. Dann macht's mal gut, Leute! Alles klar. Hey, Tudariel. Leserin, einen Moment bitte. Du fragst, was er auf dem Herzen hat. Hedwin. Er ist auf dem Weg, sich von seiner Krankheit zu erholen, aber ihr plötzlicher Ausbruch lässt Änderungen aufkommen. Ich kenne Hedwin seit seiner Kindheit. Selbst jetzt zögere ich zuzugeben, dass er erwachsen ist. Aber es gibt Dinge, die selbst ich nicht direkt zu ihm sagen würde. Beispielsweise macht mir sein Selbstvertrauen manchmal zu schaffen. Ob er uns in die Freiheit oder ins Verderben führt, da bin ich mir nicht sicher. Du darfst ihm gegenüber natürlich kein Wort davon erwähnen. Ich werde es ihm auf meine eigene Weise sagen, wenn es nötig wird. Jedenfalls muss ich, wenn ich an seine tödlichen Schwächen erinnert werde, bedenken, was passieren sollte, wenn wir endgültig getrennt werden. Sie ist eine Weile still. Was ich sagen will ist, du solltest wissen, dass ich mich nun ganz unserer Aufgabe verschrieben habe, ob Hedwin derjenige ist, der uns an ihr Ende führt oder nicht. Ich habe meine Gründe, einer davon ist er. Ich nehme an, für dich gilt das Gleiche. Das ist alles, was ich sagen wollte. Pass gut auf dich auf, Leserin. Okay. Sie nickt und eilt an dir vorbei zur Tür. Die lässt aber auch nicht auf sich quatschen, oder? Silberner Keulenkopf. Ein Andenken aus dem Wurmgolf. Eine kaltblütige Kreatur ohne Gliedmassen, die aus dem Meer gerettet wurde. Sie ist vollständig ausgewachsen und hat ein erfülltes Leben geführt. Dann können wir sie ja essen. Na gut. Sandra? Oh, wir fragen mal, was sie auf dem Herzen hatte, klar? Ich spüre Wellen, Leserin, was wahrscheinlich heißt, dass der Wagen auf dem Meer segelt, wenn ich mich nicht irre. Natürlich tue ich das nicht. Haha, sie lacht darüber, oder vielleicht über sich selbst. Ich kann mich kaum an das Meer erinnern, es ist eine Weile her, dass ich darin gebadet habe, verstehst du? Dennoch sind es wehmütige Erinnerungen. Obwohl, wenn ich mich recht entsinne, ist das Meer von Solis nur ein abstoßender Abklatsch des smaragdgrünen Meeres des Reichs. Imperium. Das Imperium von Sarr herrschte Jahrtausende über die bekannte Welt bis zur verhängnisvollen Regentschaft von Solium Myr. Oh. Nie werden wir die schändlichen Fehler unserer Vorfahren wiederholen. Nimm dich da draußen in Acht, ja? Und nun lass mich mit dem Geplauder aufhören, bevor ich meine Strafe um noch eine oder zwei Ewigkeiten verlängere. Wir sollten uns an Geschäftliche halten. Okay, tschüss. Danke für den Plausch. Ich passe auf mich auf. Du auch. Danke. Neues Buchgedöns. Flussabwärts. Natürlich wusste Kaiser Solium Myr nichts von alledem.
Seine Expedition führte nicht zu dem gewünschten Schatz, brachte ihn jedoch seinem Land näher, als er es je war. Während er auf dem Fluss zu Sklorion seiner Gier folgte, wurde ihm eine Schande bewusst. Er sah die eingefallenen Gesichter seiner Untertanen und hörte, wie sie über ihn sprachen. Bald konnte er sich dem nicht mehr entziehen, die Last wurde ihm zu schwer. Schließlich nahm der Fluss ihn, sein Hab und Gut und sein Gefolge auf. Als das bekannt wurde, weinte das Volk vor Freude. Vielleicht hätte er umkommen sollen, doch ich glaube, es war die ihm erwiesene Gnade, die ihn veränderte. What the hell? Nautische Glocke gehört zur Seefahrerausstattung des Wagens. Hätten wir signalisiert damit, dass das Essen fertig ist. Essen gibt's! Vielleicht auch nicht. Können wir... Ja, das macht das auf 220, aber sie hat gar nichts. Das bleibt auf 4, das wird auf 11 gehen, das bleibt auf 2, komm. Passt. Können wir den Fisch hier irgendwie reinpacken, aber irgendwie? Schade. Gut. Ich glaube, für den Ritus ist es ein bisschen zu knapp. Ne. Machen wir in der nächsten Folge. Ha! Cliffhanger. Bin gespannt, wer auf uns warten wird. Vielleicht auch wirklich diese Würmer? Diese Seedrachen-Kriegerkreaturen? Man darf gespannt sein. Macht's gut, bis dann. Ciao.